ein bisschen. Ja, da fangen wir halt wieder von vorne an. So, was habe ich denn hier ist noch? Ist ja nicht das erste Mal, dass wir das tun, oder nicht? Von vorne anfangen? Was von vorne anfangen? Ja, Holz abhacken, wenn es einen Bug hat. Das habe ich eigentlich damit gemeint. Ja, so oft habe ich jetzt keinen Bug mit Holz, aber wenn du das... Doch, ich habe das manchmal. Liegt's an dir, ja. Das ist vielleicht auch ein Grund, dass ich Minecraft Let's Play noch nicht angefangen habe oder gar nicht. Weißt du, dass ich klonen kann? Seit wann kannst du klonen? Ja, ich habe zweimal Petra als Hase. Oh Gott. Warum auch immer, ich kann klonen. Wieso hast du die Petra getauft? Fiel mir gar nichts besser sein. Oh Gott. Okay. Ich hätte auch Tiki nennen können. Ja. Ja? Auf die Betonung der zweite Klon, Winky. Tinky Wink. Musst du gar nicht anfangen. Wieso? Lexi nervt mich schon die ganze Zeit damit. So, jetzt mache ich mal oben die Bücherregale hin und der Zaubertisch, das wird Zeit. Und oh, da hat's ein Vögelchen. Ich wollte ja noch ein Bett machen, genau, ein Bett fehlt noch. Ein Bettchen. Wie komme ich jetzt da runter, ohne dass ich sterbe? Ja, ich denke, das kriegst du schon irgendwie hin. Lehm, da hat's Lehm. Schon wieder? Ja, und da hat's einen Papagei. Papagei? Mhm, einen roten. Ein roter Papagei, ist doch schön. Kann man den vielleicht auch adoptieren? Also ich weiß nicht, wie macht man... braucht man bei einem Vögelchen Kernen? Ja, könnte ich mal versuchen. Also ich habe es noch nicht versucht, aber ist mir nur gerade so eingefallen, das wäre ja nicht schlecht. Ja, ich wäre am Vögelchen. Mhm. So, wo packe ich jetzt den Zaubertisch hin? Nicht, dass ich da saufe. Aber wieso muss eigentlich Lehm immer so an blöden Stellen zu finden sein? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist einfach. Nein, ich stecke im Wasser fest. Ich muss das hier umbauen. Ich glaube, da machen wir die Treppe da anders, weil. Geht doch. Das funktioniert schon nicht, Leute, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kann man das nach einem Schaf als Haustier nehmen? Was? Ein Schaf? Ein Schaf. Du hast ja schon Schaf, also hier vorne Haustür. Warum willst du das jetzt noch? Ein Haustierchen. Ein Schaf hier, was mir nachlatscht. Ist doch schon ein Haustierchen. Nö, hab ich nicht. Hab ich nicht, dass ich wüsste. Also keine Ahnung. Och, Menno. Oh, ich weiß. Ein Schäfchen. Oh, ein Hühnchen schwingt. Ein Hühnchen, was? Ah! Ein Hühnchen schwebt? Lehm, da hat's Lehm! Och nee, schon wieder? Lehm, da hat's Lehm! Da müssen wir sofort hin. Bei Lehm sind wir dabei. Ja, das weiß ich. Yippie! Wo pack ich den jetzt hin? Ach komm, ich pack den da hin. So. Wieso, Lehm ist toll? Ich brauch du wirst mir später noch dankbar sein, Leder. Wenn du ein Ziegelhäuschen machst. Ja, das kann gut sein. So ist es ja nicht. Also mein Hobbithäuschen braucht auf jeden Fall Lehm. Ja, dann musst du noch viel sammeln. So, ja, das meinst du, was mache ich denk, die ganze Zeit? Dann bist du eigentlich zurück, dass wir mal schauen können wegen der Brücke? Ja, ich bin eigentlich schon an der Stelle, glaube ich, wo du die Brücke haben möchtest. Ah, okay, ich bin auch gleich da. Ich muss da nur noch kurz zumachen. So. Gut, das passt. Das nehme ich noch mit. So, Glowstone habe ich auch dabei. Ich komme mal zu dir. Wird schon wieder dunkel? Darf ja nicht wahr sein. So, ich bin da. Wo bist du? Hallo. Da beim Lehm. Lehm? Im Wasser? Ja. Ah, okay. Wie wäre es, wenn wir kurz schlafen gehen? Ich gehe mal ins Haus, weil es wird dunkel. Ja. Gute Idee. Unser Pony, also... Mein Pony is over the ocean. My pony is over the sea. Ja, fast. My body is over the ocean. Da muss ich... die Treppe muss ich versetzen. Das passt mir noch nicht so ganz. Du kannst ja gleich mal schauen und mir sagen, wie du das findest hier. Komm mal ins andere Zimmer. Hier. Da ist zu dunkel. Komm jetzt rein. Fackeln. Tak, tak. So.
Wie findest du eigentlich die Idee da, das Zaubertischchen zu? Ja, aber ich würde mehr Bücherregale irgendwie machen. Das sieht komisch aus. Ja, das ist mir schon klar, aber ich habe noch nicht mehr. Ich müsste zuerst mal Leder sammeln. Aber ich habe dir gebracht. Leder? Ja, ich habe ja viele Pferde gekillt. Und glaube ich Kühe. Okay, oh, ja. Oh, ein Doppelbett, ja! Doppelbettchen! Ich will die linke Seite. Zu spät, schläf schon. Das ist für mich die linke Seite gewesen. Ach so. Ja. Morgen! Moin, moin. Tinkerbell, bevor du gehst, ich brauche noch eine Lösung für die Glowstone hier. Moment! Ja, ich bin ja noch nicht abgehauen. Ah, sagt man denn. Ja, was willst du? Also ich brauche eine Lösung. Hier. Ja, wo bist du? Ja, da unten. Ja, komm hoch. Moment. Ich bin gerade so gut dran. Soll Moment. Ich hier glaubst du? Ich habe ganz viel Truppenholz gesammelt. Hier glaubst du? Ich weiß nicht. Was? Ich will irgendwo hier die Glowstone aufbauen, aber ich bin mir gerade nicht so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Komm. Jo. Ich hau nur noch den Lehm in die Öfen. Hat man hier keine Kohle? Nee, das ist drüben. Ja. So ein Saftladen. Also, warte mal, hat's hier in der Kiste? Es hat Kohle. Ich bin mir echt gerade unsicher, wo ich die Glowstones hinschmeißen soll hier. Wenn ich aber hier, dann, das ist ja die Treppe. Ich könnte es natürlich da unten. Ja, gut, das wäre vielleicht noch möglich. Ich muss mal schauen, ob... Also, ich komme. Ich komme. Ich versuche gerade irgendwie die Glowstones hier einzubauen. Betten in die Konstruktion. So. Hä? Was meinst du? Sieht scheiße aus. Ja, wo willst du sonst hin? Da kann ich nicht hin, weil das würde zu verdeckt. Ich habe eine Idee. Ja, was denn? Lass mich kurz überlegen. Dann nehme ich die sonst wieder raus, wenn du sagst, es geht nicht. Die armen Steinchen. So, wo habe ich das? Ja, komm, mach so. Das. Geh mal auf Seite. Huitsch! Ja, ich mach ja nur weg. Mach mal hier eine hin. Moment, kommt gleich. Wo? Da. Ah, oben drauf meinst du? Ja. Okay, wieso nicht? Sowas. Ja, das ist schon mal eine gute Idee. Moment, ich mach da noch die Seite wieder zu. So. Mach mal hin. Ja, doch. Oh, nee. Sieht optisch besser aus. Geh kaputt. Guck mal. Ja, doch, das kann man mal so stehen lassen. Ich denke, das geht. Sonst fällt mir da schon noch was ein, wie ich das optimieren kann. Kannst auch hier oben noch zwei hin. Ja, da oben kommen noch zwei, ich weiß, aber da muss ich mich zuerst mal hochbauen. Aber da wollte ich jetzt nur kurz so anhauchen, schnell so ein bisschen was kann machen. Kann ich auch noch sechs haben? Ja, oder auch klar. Kannst noch mehr haben, als ich. Da würde ich die Brücke mit dir anfangen zu bauen. Ja, wir machen jetzt die Brücke. Genau, so. Du hast hinter dir noch mehr. Jo, gut, geh mal rüber und mach jetzt die Brücke. Und, oder besser gesagt... Ich habe das nötige Tropenholz schon dabei. Okay. Also beziehungsweise alles, was man für die Brücke braucht. Habe ich keine Schaufel dabei. Ich habe keine Schaufel dabei. Nein. Da willst du es zwei breit machen. Jupp, ich mache gleich noch den Weg. Darum wollte ich jetzt gerade die Schaufel holen und die Spitzhacke. Ich baue mal einen kleinen Teil nach oben. Pack ich kurz weg, das weg, weg. Brauche ich gerade nicht. Habe ich dann noch Kies? Kies bräuchte ich noch. Ein bisschen wenig. Moment. Ich muss zuerst vier breit machen. Auf welche Seite soll ich vier breit machen? Nach rechts oder nach links? Moment, ich bin unterwegs. Also zwei ist ja für den Durchgang, wo der Kies kommt und die Geh anderen nach links. Zwei. Hier. Da noch an. Gut. Da kümmere ich mich nämlich. Oh, da hat's Lehm! Schon wieder Lehm. Ja, ja, ich hab's schon gesehen. Ich gehe mal hier den Weg machen. Und okay, dann baue ich hier mal. Ich mach mal den Weg von da hinten vom Lager hier rüber zur Brücke. So, irgendwie. Da hat's eine Mumu. Eine Kuh. Ups, das hat jetzt anders gekippt. Ja, ein bisschen schon. Entschuldigung. Das bin ich ja an dich gewöhnt. Ja, ja. Nehmen wir das zweideutige so. Nee. Kannst du noch kurz mal anzeichnen, wie weit ich nach vorne muss? So sehe ich das nicht.
Ja, anzeichnen. Also die andere Seite markieren. Was machst denn du? Ein Piranha. Du musst ja nicht dich vom Piranha aufessen lassen. Will ich doch gar nicht. Ich meinte, kannst du die Gegenüberseite vor der Brücke schon mal anzeichnen? Ups, da geht's auch jetzt. Ja, das ist gut. Ich bin gleich drüben, da kann ich's kurz machen. Einen kleinen Moment noch. Wunderbar. Ja, ich brauche schon einen Moment. Es geht nur darum, dass das schon bereit wäre, weil ich rudle ja jetzt gerade den Weg. Aha. So. Und dann weiß ich, wo die Brücke hinkommt. Oh. Hast nein, ich bin nicht runter. Von den schiefen Nachrichten gehört bei uns in der Schweiz. Was meinst du? Da das Thema Oprah Winfrey. Ja, ja, das habe ich mitbekommen. Ah, Gott. Das war ja irgendwas eben wegen Handtasche und so. Sie wollte eine kaufen, oder? Mhm, genau. In eine teure Luxusboutique natürlich. Und irgendwie hat die Verkäuferin doch gesagt, dass diese Handtasche irgendwie 35 oder 37.000. Ja, gut, aber du musst noch sagen, die Verkäuferin hat die Oprah Winfrey nicht erkannt. Also nee, hat sie nicht erkannt, hat auf jeden Fall gesagt, ja klar, sie kann sie anschauen, aber sie, ob sie wisse, dass die so teuer sei. Und dann war sie natürlich gleich beleidigt. Also quasi, das sei Diskriminierung, weil sie schwarz sei und so, Blödsinn. Die hat nur darauf hingewiesen, dass die Handtasche so teuer ist, das macht man in der Schweiz so. Da weist man immer darauf hin, wie teuer das Zeug ist. Und sie wusste ja nicht, dass sie reich ist. Also woher soll sie das, wenn sie sie nicht erkannt hat? Auf jeden Fall hat es dann geheißen, ja, wir seien ja, quasi Rassisten, bla bla. Ihr kennt es ja. Ja, aber... Nur wegen so als sicher, das hat nichts mit Rassismus zu tun. Nur weil sie in diesem Moment sich ein bisschen angegriffen fühlte wegen dem Geld. Und überhaupt ist diese Oprah Winfrey da, soviel ich gehört habe, ist die doch im Tierschutzverein. Was will die mit einer Krokodiltasche? Stimmt, jetzt wo du sagst. Ja, das passt ja auch nicht zusammen. Also, Aber es ist eine Handtasche. Ja, aber es war eine Krokodilhandtasche, also... Ich weiß ja nicht, vielleicht war ihr nicht bewusst, dass das Krokodilleder war. Das glaube ich nicht. Das stand sicher. So. Oh, Gott. Wo ist jetzt der Durchgang? Ja, du bist ja bald bei mir. Kannst du einfach mal einen ziehen, dann habe ich einen Ja, ja, Moment. Ja, Frauchen kommt gleich. Okay, dann mache ich halt Steck irgendwie rein. Gerade ein bisschen fest hier. Wieso? Weiß ich auch nicht. Ach so. Gut, dann mache ich mal den Stein ich hier. Komme. Ich hoffe, wir haben noch genug Kies für das Ganze hier. Aber wir werden es gleich sehen. Ich habe noch ein bisschen gesammelt im Nether. Ja, ich auch, aber ich glaube, im Lager habe ich auch noch was. Aber das ist nicht so viel. Ich weiß das nicht so schon wieder. Mist. Was mag denn? Habe ich nur das Gefühl oder bin ich ein bisschen zu hoch? Nee. Kann ich nicht sagen. Ich bin aber gleich bei dir. Oh, Stein ausgegangen. Haben wir noch Stein? Okay, nee, das geht. Hast du noch Stein? Mama? Nö. Nö. Hab nur Holz. Ich geh mal Lager schauen. Wasser ich denke, wir haben wahrscheinlich zu viel verbraucht vorhin im Nether. Hab ich nee, so haben wir doch nicht. Geh mal in der Grümpelkiste, dort hat's, glaube ich, noch. Okay, ich guck mal. Also nicht hier, im Lager. Ja, 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 also in meiner Kiste. Da hat es noch Stein. Ja, Pflasterstein, Pflasterstein. Zum Glück. Ha. So. Voilà. Sind ja unsere Krüppel. Oh, Moment, bevor ich wieder weggehe, schaue ich noch, ob es Kies hat. Hm? Wenn ich schon hier bin. Ja, da hat es noch Kies, Kies, Kies. Also. Ach so, ja. Da. Ja, ich wollte noch Kies. Ich wollte nur noch ein bisschen Kies mitnehmen. Ups. Mist. Ups. Ah, du hast den Weg hier drüben schon gezogen. Ja, ich bin schon fleißig dabei. Puh, was machst du auf meiner Brücke? Weg da. Die macht Muh. Hast du nicht gewusst? Ja, die Kuh macht Muh. Ja, ja. Die Kuh macht Muh. Ja. Ach komm, ich zieh das schnell so durch, das geht schneller. So. Bam, 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 bam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nimmt unsere Brücke schon 1, da gestartet? 2, 3, 4, 5, 6.
Was? Nimmt die Brücke schon Gestalt an? Ja, ich denke schon, ich sehe sie ja.